Heute im Test das Sigma 18 bis 50 mm 2.8 DCDN. Jetzt werden einige sagen, Moment mal, das hattet ihr doch schon im Test. Richtig, jetzt allerdings neu für das Fujifilm X-Bajonett und hier getestet an der X-H2. Das heißt für mich gleich zwei Neuerungen, die ich mitnehmen kann. Einmal eine deutlich höhere Auflösung als im letzten Test und halt Fujifilm X-Bajonett, also noch ein Blick auf den Autofokus. Jetzt schauen wir mal rein. Dann erstmal ein kurzer Blick aufs Objektiv. Gerade mal 290 Gramm bringt es auf die Waage. Okay, nicht inklusive Streulichtblende, aber das machen vielleicht auch nur noch mal 10, 15 Gramm mehr aus. Und nur 7,5 cm kurz. Also ich kenne aus DSLR-Zeiten noch Kit-Objektive, deutlich lichtschwächer, die deutlich größer waren. Das hat Sigma schon wirklich toll hinbekommen, aber natürlich kein Unterschied zur bisherigen E- und L-Mount-Variante, die man schon draußen hatte. Weiterhin gibt es auch leider keine Schalter dran, keinen Autofokus, einen aus, ähnliche Geschichten. Was ich gut finde für den Preis, also auch relativ gering, ihr habt immer eine Streulichtblende im Standardlieferumfang mit drin und es ist grundlegend wetterfest. Also klar, es ist eine Kunststoffkonstruktion, es ist jetzt vielleicht nicht im allerhöchsten Maße, aber Gummidichtung drin einige, also da kann man auch nicht meckern. Ich denke, das hat Sigma schon wirklich schön gemacht. Und auf der Front haben wir dann auch noch ein sehr kompaktes 55 mm Filtergewinde. Jetzt zum Thema Bildqualität des Sigma 18 bis 50 mm 2.8. Und wie ja schon eingangs gesagt, getestet jetzt alles mit der Fujifilm X-H2, also einer 40 Megapixel APS-C Kamera. Dementsprechend, wenn die Ergebnisse jetzt etwas abweichen von dem, was ihr zum Beispiel bei der E-Mount oder L-Mount Variante irgendwo gehört habt, weil die dann halt nicht so hochauflösende Kameras dahinter haben, kann gut sein. Aber fangen wir erstmal an bei 18 mm. Weitwinkel war auch schon bei etwas weniger stark auflösenden Kameras nicht so die Stärke des Sigmas. Dementsprechend im Bildzentrum, das geht noch irgendwie, aber spätestens in den Bildecken ziemlich starke chromatische Aberration und ihr müsst da schon ordentlich abblenden, aber so richtig schön scharf wird es eigentlich nie, die ganze Geschichte. Und ohne Softwarekorrekturen habt ihr auch eine ziemlich starke Verzeichnung, aber ihr habt ja Korrekturprofile für chromatische Aberrationen, Verzeichnung, Vignettierung drin, also an und für sich jetzt kein Problem. Wenn wir ein bisschen weiter gehen, ich habe es jetzt nochmal bei 28 mm so grob in der Mitte getestet. Kompletter Unterschied im Bildzentrum. Klar, durch Abblenden gewinnt man noch ein bisschen, aber das sieht schon bei Offenblende eigentlich ziemlich gut aus. Die Bildecken, schon bei Blende 2.8, also dafür, dass es die Bildecken sind, richtig gut. Ihr könnt noch ein bisschen abblenden, aber ich sag mal, so bei 28 mm wirklich ein Top-Objektiv. Chromatische Aberration auch ohne Softwarekorrekturen quasi perfekt rauskorrigiert, fast keine Verzeichnung, also richtig tolles Bild. So. Und wenn wir dann Richtung 50 mm gehen, also zum Ende, ja, die lange Brennweite, es nimmt wieder leicht ab, aber nicht so stark wie Richtung 18 mm im Weitwinkel. Das heißt, im Bildzentrum sieht ganz okay aus, ein bisschen abblenden bringt noch ein bisschen mehr Schärfe rein. Bildrand kommt leichte chromatische Aberration zurück, aber es sieht eigentlich immer noch relativ scharf aus und Verzeichnung ist auch kein Problem. Also das ist wirklich gut gemacht. Vignettierung über den gesamten Brennweitenbereich, also kaum Abdunklung in den Ecken. Und das hat mich damals schon bei der E-Mount-Variante wirklich fasziniert. Denn wenn man mal drüber nachdenkt, ihr habt eine wirklich hohe Lichtstärke und einen ziemlich großen Zoombereich und dann nur ein 55 mm kleines Filtergewinde an der Front. Das heißt jetzt keine riesen Frontlinse, die das Licht sammelt. Und dafür ist die Abdunklung in den Ecken wirklich toll gelöst, also auch wirklich schön gemacht von Sigma. Naheinstellgrenze 12 bis 30 cm, je nachdem mit welcher Brennweite ihr arbeitet. Hat dann so einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 2,8 bis 1 zu 4,9. Also ist in Ordnung. Es ist jetzt kein richtiges Makro, das ist klar. Aber ich sag mal 1 zu 2,8 im Weitwinkel, das ist schon ganz in Ordnung. Ja, da kann man auch mal so ein bisschen jetzt gerade Herbstlaub fotografieren oder im Sommer dann wieder Blüten irgendwie aufnehmen. Das geht dann irgendwie schon ganz gut. Dann testen wir jetzt mal den Autofokus oder genauer gesagt den Video-Autofokus an der Fujifilm X-H2. Die Kamera hat jetzt nicht den weltbesten Autofokus, gerade wenn ich mich sehr schnell bewege. Ich habe ihn schon ein bisschen reaktiver eingestellt, aber ich denke mal, das sollte jetzt halbwegs so weit irgendwie hinhauen. Das Objektiv ist ja nicht bildstabilisiert. Das heißt, ihr seid natürlich immer angewiesen darauf, eine stabilisierte Kamera zu haben. Wie in dem Fall jetzt die Fujifilm X-H2. Dann geht das halt auch mal mit 30, 40 mm, die wir jetzt so grob gerade eingestellt haben, aus der Hand zu arbeiten. Aber wie gesagt, einfach nur, ihr müsst es wissen, es ist nicht stabilisiert. Also guckt, dass ihr ein Gehäuse dahinter habt, was stabilisiert ist, damit das halbwegs ordentlich funktioniert.
Mein Fazit zum 18 bis 50 mm von Sigma für Fujifilm. Klar, am Objektiv selbst hat sich jetzt so gesehen nichts getan. Ist ja immer noch dieselbe optische Konstruktion wie auch schon bei der Variante für Sony E-Mount oder die L-Mount-Geschichte. Auf der anderen Seite jetzt mal mit einer deutlich hochauflösenderen Kamera getestet und ich muss sagen, immer noch positiv erstaunt. Also dafür, dass es ja doch eine sehr kompakte, leichte, kleine Konstruktion ist, die Sigma da rausgebracht hat, hat man immer noch eine ziemlich gute Qualität bis in die Bildecken. Gut, vielleicht nicht bei 18 mm, aber abseits jetzt mal vom äußersten Weitwinkel, ziemlich solides Paket, was man da rausgehauen hat. Sicherlich ist es nicht optisch stabilisiert. Das heißt, wenn ihr jetzt bei den kleineren Fuji-Kameras schaut, gerade Richtung A-Serie, wenn das überhaupt noch jemand nutzt oder XT200, irgend sowas die Richtung, da wird es dann halt schon kritisch, ob man das jetzt wirklich unstabilisiert, irgendwie 50 mm spätestens zum Film, Fragezeichen dran. Aber jetzt mal abseits davon, gerade jetzt Richtung Fujifilm XT5, XH2, XH2S, irgend sowas in den Bereich, wo ihr dann auch ein stabilisiertes Kameragehäuse habt. Tolles Objektiv, toller Allrounder, schöne, sag mal, ja, Brennweitenbereich, der da irgendwie abgedeckt wird. Also ich denke, da hat Sigma wirklich ein gutes Objektiv weiterhin am Markt. Und auch preislich ist man ja mit ja, unter 500 Euro auf jeden Fall gut dabei. Also ich denke, so aus Preis-Leistungs-Sicht ziemlich schick. Wie seht ihr das? Freut ihr euch schon auf das 18 bis 50 mm? An welche Kamera werdet ihr es packen? Also Fujifilm X jetzt mal gesprochen. Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.